Wenn du in den nächsten 4,56 Sekunden das Video likest und den Kanal abonnierst, bist du ein Ehrenmann. Hey Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Folge von Roblox Millionär Empire Tycoon. Beim letzten Mal sind wir ja hier hochgekommen. Jetzt gibt's die nächste Folge. Ich bin hier gerade ganz oben auf dem Dach und wir kaufen uns jetzt gleich den Helikopter. Aber wie ihr seht, ich habe auch angespart, was ich ja auch gesagt hatte beim letzten Mal. Ich habe 32,9 B oder wie auch immer. Und ich hoffe, damit kommen wir jetzt erstmal einen Augenblick aus, auch wenn der Helikopter schon 5 B kostet. Hier sieht man auch die anderen Spieler. Guck mal, hier laufen diesmal wirklich echt auch wirklich Leute rum, die gegeneinander kämpfen. Das ist echt, und die sind nicht, also ich bin am weitesten von den allen, oder? Ja, ich glaube, mein Gebäude ist am höchsten. Ja, vielleicht gucken wir ja gleich mal nochmal zu jemandem rüber. Egal, erstmal der Helikopter. So, und jetzt kann ich hier Touch to Spawn nochmal. Okay, ja. Jetzt ist der Heli hier, nice. Der ist auch so grün. Jetzt ist er wieder weg. Achso, ich kann ihn spawnen, dann muss ich aber innerhalb von 5 Sekunden wahrscheinlich einsteigen oder so. Okay, was haben wir hier noch? Underground Mine plus Teleport in Klammern Update. Okay, warte, das machen wir gleich. Aber ich würde schon gerne fliegen jetzt. Wie kann ich hier fliegen? Hallo? Ah. Oh, okay, es ist ein bisschen laut jetzt, glaube ich, oder? Kann ich WASD? Ja. Ultoland. Achso, okay, damit gehe ich nach unten. Oh Gott, nee, Hilfe. Ah! Oh, ich muss ein bisschen gerade. Aber wie kann ich denn höher fliegen? Ja, Gott, Hilfe! Ich drehe mich! Ah! Hilfe! Okay, ich glaube, ey, Junge, so fliegt doch kein Helikopter richtig. Warum fliege ich auf den Kopf? Aber ich gehe mal jetzt wieder ein bisschen runter. Tü. Ja, alles klar. Und ich werde einfach rausgeworfen. Hä? Nein! Also auch jetzt ist der... Digga, warum kann man sich eigentlich nicht hoch teleportieren? Das ist scheiße. Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg nach oben laufen, ey. 20 Minuten später. So, nächster Versuch. Ich bin wieder am Start. Ich hoffe, mein Heli... Ich hoffe, mein Heli dreht sich nicht. Ey, ich werde abgeschossen. Da hat jemand gerade geschossen. Hallo. Warum dreht er sich denn immer? Hä? Ich bin schon wieder auf dem Kopf. Ich drücke die ganze Zeit W. Ich kann ja auch D drücken. So. Er dreht sich jetzt wieder nicht um. Hä? Ich fliege einfach immer höher, obwohl ich... Hä? Ich will runter. Hallo. Digga, warum dreht er sich immer um? Ich verstehe es einfach nicht. Irgendwie ist das ein bisschen komisch. Warte mal, ich gehe mal hold to land. Nein, geh doch zu mir. Hallo. Ich will zu meinem Gebäude. Ich will nicht schon wieder hochlaufen, bitte. Digga, das ist ja das Schlimmste aller Zeit. Okay, jetzt war es komplett. Okay, Helikopterfliegen ist scheinbar extrem schwierig. Hä? Wieso bin ich gestorben? Ah, moin. Egal. Warte, ich hole mir jetzt hier nochmal so eine Lasergun. Vielleicht kriege ich ja irgendwelche Leute. Irgendwer hat mich gerade abgeschossen. Da hinten ist jemand. Weißt du, ich kann ja aber von hier nicht treffen, oder? Warte, komm her jetzt. Hä? Ist er tot? Nee, doch, er ist gestorben. Aber ich glaube, er ist einfach nur durch die Dings gegangen, oder? Na moin, das war's komplett. So, komm her, wo ist der Typ jetzt? Ist das sein Haus hier? Kann sein, oder? Aber wo ist er jetzt hin? Ich kann ja hier auch nicht rein, das ist ja zu. Ja, egal, ich gehe erstmal wieder hoch, glaube ich. So, Leute, ich bin wieder oben, aber ich glaube, das Helikopterfliegen, das muss ich in Zukunft eher nochmal lernen. Wir bauen jetzt erstmal hier die Underground Mine. Na, jetzt kann ich mich dahin teleportieren, okay. Ah ja, Alter, okay, die ist groß, ne? Aber da stand ja auch Update, das heißt, es kam wahrscheinlich erst mit einem Update dann auch dazu. Hier kann ich auch einen Cash Collector bauen. Jetzt Torches. Junge, Fackeln für 5B. Das ist alles ziemlich krass. Oh, Insane Money. Ein Miner. Wie viel gibt er? 10 Millionen. Oh ja. Doch. Das kann sich sehen lassen. Aber Junge. Oh, als ob ich 7B für so für einen weiteren Miner ausgeben muss. Einfach. Okay. Aber der gibt auch 10 Millionen. Ja gut, aber es dauert halt trotzdem echt lange. Geh erstmal wieder zurück. Kann ich hier sonst noch irgendwas bauen? Nee, kann ich nicht.
Und ich glaube, ich kann hier auch immer noch... Ja, die Dinge habe ich auch immer noch nicht gebaut. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. So. Ist auch extrem teuer, obwohl man echt viel ansparen kann. Dodge Walker Table. Oh. Oh, das sieht ja cool aus. Einfach so ein Hundi hier auf dem Tisch. Okay, und jetzt hier Chairs. Oh ja, älter Junge. Ist ja voll der Profisitz hier. Ich kann zwar irgendwie, ich schwebe drauf. Das ist auch sehr interessant, aber es sieht auf jeden Fall cool aus, so. Jetzt kann ich hier noch was bauen. Jetzt sitzt der Typ da drauf. Ah ja, Bro. Okay, sehr interessant. Und was kann ich jetzt hier noch? Golden Monitor. Makes money. Ach so, er ist jetzt praktisch so ein Office, so ein Büro-Typi. Okay, warte. Kriegen wir hin? Ah ja. I make the money. Nice. 4 Millionen, naja. Könnte auch besser sein, glaube ich. Jetzt nochmal upgraden. Jetzt sind es immer noch 4 Millionen. Ja, ne, jetzt sind es 6, okay. Was ist das? Unlock Hover Car Blueprints Legendary. Das kann ich mir sogar kaufen. Hä? Was ist das? Hover Car unlocked. Go to bottom of base to spawn. Ich kann jetzt Auto fahren? Echt? Das ist ja cool. Und eine Leiter. Ach, jetzt kommt hier erst die Leiter hin. Ist ja auch schön. Ja, warte. Kriege ich die kurz bitte einmal? Einen Moment. Noch drei. Ja, genau, danke. Jetzt ist hier auch eine Leiter tatsächlich. Und jetzt sollte das eigentlich erst kommen. Ja, egal. Ich gehe da jetzt mal runter. So, Auto. Ah ja, hier. Loading Hovercar. Hallo, ich will mitfahren. Ey. Ah ja. Das hat auch diesen Geldeffekt. Ah ja, cool. Der fährt aber für den Hovercar echt langsam, oder? 44 war, glaube ich, eben das Höchste. Aber es sieht fancy aus auf jeden Fall. Vor allen Dingen die Lichter vorne. Und es ist halt, es schwebt halt, ne? Ja. Das ist auch sehr nice. Aber oh Gott, Hilfe. Welches ist mein Haus? Das hier, ne? Ja. So. Ja, wir können wieder zurückfahren, aber ich glaube, so krass ist das jetzt nicht. Das ist halt auch nicht wirklich hilfreich, weil du hier eh sowieso nicht so weit fahren kannst. Aber, mein Gott, ist jetzt auch nicht so schlimm. Also komme ich von hier unten irgendwie in diese Mine? Nee, ne? Die ist ganz woanders irgendwie, glaube ich. Na gut. So, Leute, ich bin jetzt nochmal zur Mine gegangen hier. Und das ist jetzt, glaube ich, das Einzige, wo wir noch weiterbauen können. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich spare einfach nochmal jetzt wieder ein bisschen Geld an. Das dauert zwar irgendwie ziemlich lange. Vorhin habe ich, glaube ich, das Spiel 15 Minuten oder so offen gelassen und ich hatte da irgendwie 30 B dann. Naja, jetzt geht's aber doch schon schneller, das merkt man schon. Egal, ich spare jetzt mal wieder 5 Minuten oder so, mal sehen. Ey Leute, mir ist gerade aufgefallen, dass ich so eine komische Schuhe hier im Inventar habe. Damit kann ich irgendwie schneller rennen und, ne, höher springen nicht, aber ich kann schneller rennen. Und guck mal, die haben so kurz aufgeleuchtet, das war auch das, was ich vorhin einmal gesehen hatte. Auf jeden Fall sehr nice. So, ich habe jetzt hier nochmal kurz ein bisschen angespart, aber es bringt mir einfach gar nichts, weil ich halt einfach, ja, die für 20B upgraden muss. Warte mal, aber die geben jetzt alle, wie viel? 10 Millionen. Ja, okay. Aber ich muss halt wirklich ewig ansparen, damit ich einmal zwei Sachen kaufen kann. Und das ist nicht so nice. Deswegen würde ich sagen, war es das jetzt erstmal mit dem Video. Wann es einen neuen Part gibt, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich mal wieder Bock habe oder so. Aber erstmal jetzt vielleicht wieder nicht. Ja, es kommen bestimmt jetzt auch mal ab und zu mal wieder andere Roblox-Spiele. Weil ich ja jetzt sowieso erstmal keinen Bus-Simulator mehr bringe. Ihr könnt mir auch gerne noch Video-Ideen oder auch Roblox-Spiele, die ich mal spielen soll, in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr nett. Und ja, ansonsten lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!